Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich hocke hier gerade zu Hause, drehe die ganzen Videos rund um die Quests. Check die übrigens ab. Ich habe 3, 4 Videos gemacht sogar. Über Mew, wie man den bekommt. Ein paar Tipps und Tricks, allgemeine Zusatzinformationen zu den ganzen Quests. Dann eine ganze Liste von den Quests. Dann die ersten Abenteuer mit den Quests gestern Abend. Und während ich gerade drüber rede, ich habe das bereits im Mew-Video erwähnt, dass heute Abend wahrscheinlich die ersten Mew bekommen werden. Wurde mir das geschickt von dem Kollegen Andy. Kennt ihr wahrscheinlich aus dem Level 40er Vergleich-Video mit Julian. Hat bereits Mew. Schauen wir uns das direkt mal an. Blend das hier ein. Richtig krass. Hat alle Aufgaben schon erfüllt, die 8, die 7 genauer zu sein. Spezialforschung abgeschlossen. 8000 Sternstaub, saftig. So, wir haben Mew gefahren. Fantastisch. Geht ein bisschen zu schnell, oh mein Gott. Bla bla bla. So, Belohnung abholen. Ein wildes Mew erscheint und anscheinend kann man den nur im AR-Modus fangen, weil er dieses Verstecken-Ding hat da, dieses Tarnung. Ich mache mir große Sorgen, ihr wisst, mein AR geht gar nicht, weil ich dieses Gyroskop nicht habe. Wenn es echt so ist, muss ich mir was einfallen lassen. Ihr seht's, nur im AR-Modus, schwer zu werfen, schwer zu treffen, dann noch dieses Verstecken. Er wirft nur einen Pokéball. Ich weiß jetzt nicht, ob er nur Pokéball auswählen konnte. Das sieht so aus, als könnte er nur Pokéball schmeißen. So. Auf jeden Fall Shoutout und Respekt an Andy und die anderen Jungs, die mit ihm unterwegs waren, Pascal und so. Die ganze Truppe, echt krasse Leute. Der Mew wurde gefangen. Neuer Dex-Antrag, Curve, alles klar. IV aber nicht so toll. Und man meint ja, dass man nur ein Mew fangen kann. Weil jetzt ist die Forschung abgeschlossen. Und jetzt, das war's eigentlich. Das eine Mew. Ja, man kann nur dieses eine Mew haben. Jetzt hat er, glaube ich, Pech gehabt, weil das IV technisch nicht so top war. Aber ja, wenigstens hat er eins. Richtig krass. Innerhalb von ein paar Stunden nur. Und mal schauen, wann ich das machen werde. Dauert noch eine Weile. Aber echt, starke Leistung. Und das war's eigentlich. Ich wollte euch nur das zeigen. Ein paar Leute haben bereits Mew. Mehr Infos demnächst zu Mew. Ob man danach noch mehr Mews fangen kann. Ob man den verschicken kann und dann nochmal neu starten kann. Um dann bessere IVs zu erhalten. Oder wie das Ganze genau abläuft. Werde ich ihn nochmal fragen. Aber das war's. Kurzes, schnelles Video. Von einem, der Mew gefangen hat. Mal schauen, wie das mit AR-Modus läuft. Wie gesagt, checkt die anderen Videos ab rund um die Quest. Und ansonsten, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.